Herzlich willkommen, liebe Formel 1 Fans, bei www.andreasrichter.tv und meinem Formel 1 Videoblog zur Saison 2015 mit dem Titel Mit Abstand. Warum habe ich den Titel gewählt? Ich möchte damit zwei Dinge zum Ausdruck bringen. Zum einen, ich sitze nicht an einer Formel 1 Rennstrecke live vor Ort, sondern in meinem Büro in Deutschland. Und zum anderen, ich arbeite nicht mehr wie früher viele Jahre für einen Fernsehsender, sondern gebe hier meine subjektive, persönliche Meinung, meine Eindrücke wieder vor der Saison, während der Saison und nach dem Abschluss der Saison. Damit ich nicht so ganz alleine vor dem Mikrofon und vor der Kamera sitze, habe ich mir meine Assistentin mitgebracht, eine charmante Blondine, die noch keinen Namen hat, aber vielleicht finden wir gemeinsam eine im Laufe dieser Formel-1-Saison. Die beginnt jetzt am kommenden Sonntag, heute früh das erste freie Training. Da waren die Eindrücke in etwa so wiedergespiegelt wie bei den Testfahrten zweimal in Barcelona, einmal in Jerez in den vergangenen Wochen. Aber wer mich kennt aus den Fernsehsendungen, der weiß, ich gebe keinen Tipp ab, bevor nicht das vierte oder fünfte Rennen der Saison absolviert ist. Dennoch meine Eindrücke zunächst, dass heute im freien Training die Favoriten auch weit vorne waren, die wir bei der WM weit vorne sehen werden. Da ist in allererster Linie bei den Konstrukteuren Mercedes zu nennen, Konstrukteursweltmeister 2014, nach den Testeindrücken für mich wieder das stärkste Auto im Feld. Bei den Fahrern Lewis Hamilton, der amtierende Fahrer-Weltmeister, und sein Vize Nico Rosberg, auch die zwei Fahrer werden wieder ganz vorne mitfahren, das ist kein großes Geheimnis, da brauche ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dieses Jahr wird Nico Rosberg vor Lewis Hamilton liegen, egal auf welcher Position in der WM-Wertung zum Saisonschluss. Sebastian Vettel, der ist zu Ferrari gewechselt. Der wird dieses Jahr sicherlich dem Wunsch seines Teamchefs Maurizio Arrivabene entsprechend gemeinsam mit Kimi Räikkönen 1-2 Saisonsiege einfahren, aber um den WM-Titel frühestens nächstes Jahr mitfahren. Aber dann bin ich sicher, 16 oder 17 werden wir ihn ganz, ganz oben auf dem Treppchen am Ende der Saison erleben. Die drei Namen der Woche aus meiner Sicht ganz klar Eva, Monisha und Guido. Was bedeuten die drei? Für wen stehen sie? Eva, der Name des Wagens von Sebastian Vettel, so hat er ihn am Mittwoch dieser Woche getauft. Monisha, der Vorname von Monisha Kaltenborn, der Sauber-Teamchefin, die an argen Schwierigkeiten ist durch den Prozess von Guido van der Garde, dem letztjährigen Testfahrer, der jetzt sein Cockpit einklagen will. Wie das ausgeht, da werden Sie natürlich in den Medien und auch hier bei mir beim Videoblog Neuigkeiten erfahren, sobald es was zu vermelden gibt. Wie sieht es bei den anderen Teams aus? Mein Mitfavorit, Geheimfavorit ist Valtteri Bottas, der junge Finne, wieder in Diensten von Williams Martini Racing. Er war letztes Jahr die ersten Male in seiner Formel-1-Karriere auf dem Podest, hat noch keinen Sieg eingefahren, das wird er aber dieses Jahr, da lege ich mich fest, das wird er schaffen. So ein bisschen der Außenseiter, der Dark Horse, also eine unbekannte Größe, möchte ich sagen, ist das Team Lotus Mercedes. Lotus zum ersten Mal mit deutschen Triebwerken dabei und wie stark, wie gut der Mercedes-Motor ist, das wissen Sie, das wissen wir alle. Also glaube ich, Lotus schafft dieses Jahr den ein oder anderen Sieg, viele Punkte. Ob Pastor Maldonado, der Venezolaner, und auch sein Teamkollege Romain Grosjean, der Franzose, der auch einen Schweizer Pass besitzt, viele Siege einfahren und um die WM mitkämpfen, glaube ich eher nicht, aber sie werden uns viel Freude bereiten, da bin ich ziemlich sicher. Was das junge Gemüse macht, wir haben einen 17-Jährigen mit Max Verstappen, wir haben 20-Jährige zum Beispiel mit Carlos Sainz Jr., auch da möchte ich mich nicht festlegen. Es sind gute Fahrer, die werden ihren Weg gehen, aber wie erfolgreich sie dieses Jahr sein können, auch da ist einfach kurz vor dem Saisonstart noch zu früh, um eine realistische Einschätzung zu wagen. Mehr gibt es dann am Sonntag, wenige Stunden nach Abschluss des ersten Grand Prix in Melbourne. Wir hören und sehen uns wieder hier bei www.andreasrichter.tv, dann mit Folge 2 von Mit Abstand. Meine charmante Assistentin und ich sagen für heute Tschüss, freuen uns auf Sie alle am Sonntag. Bis dahin viel Spaß mit der Formel 1. Ciao.